Guten Morgen. Ihr habt Hunger, ne? Mhm. Wir sind alle schon ready für den Tag. Im Hintergrund läuft Paw Patrol. Wir machen heute spontan einen Vlog. Heute ist Samstag. Und genau, wir machen jetzt Brötchen. Die Stimmung ist super. Beide verstehen sich richtig gut. Nicht? Und wollen wir Fernsehen ausmachen? Nee. Doch, machen wir jetzt gleich. Wir wollen jetzt die Brötchen backen. Nee, können wir noch eine Folge Fernseher gucken. Machen gleich aus. Und der Bauch wächst. Ich habe heute auch echt was Figurbetontes bzw. Bauchbetontes an. Ich habe mich ja immer beschwert, dass mein Bauch nicht wächst, aber er ist ziemlich groß jetzt. Für die 18. Woche bin ich jetzt. Ich zeige ihn euch einmal. So, also ich habe jetzt so ein Hemd angezogen. Es ist kein Schwangerschaftshemd, soweit ich weiß. Aber ich habe einfach überhaupt keine Klamotten. Ich habe auch keine Hosen. Deswegen habe ich mir jetzt eine Leggings angezogen. Und dieses Hemd da über. Ich finde, ich sehe ein bisschen Muddy-mäßig aus. Ich werde schon wieder ein bisschen rund im Gesicht. Das habe ich irgendwie immer in der Schwangerschaft, dass ich im Gesicht ein bisschen runder werde. Mir geht es seit ein paar Tagen viel, viel besser. Also wirklich, ich habe viel mehr Energie und ich werde es nur jetzt nicht so laut rausschreien, weil ich Angst habe, dass es dann vorbei ist. Aber Kopfschmerzen sind im Moment nicht da und ich bin auf jeden Fall fitter. Auch den ganzen Tag über, so, ja okay, ab 18 Uhr merke ich schon, okay, jetzt müde, bin ich müde. Und ich freue mich so darüber, dass es uns gut geht. Und ich merke keine Kindsbewegung, das macht mich wahnsinnig. Bei Louis habe ich die in der 14. Woche oder so gemerkt, was wirklich früh ist. Bei Mila war es aber auch recht spät, da hatte ich eine Vorderwandplazenta. Bei Louis eine Hinterwandplazenta. Ich bin gespannt, beim nächsten Termin werde ich das mal fragen. Heute Morgen hatte ich das Gefühl, also manchmal habe ich das Gefühl, dass so ein kleiner Kick kommt. Von außen aber überhaupt noch gar nicht. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu beschäftigt und merke es nicht so. Aber wie gesagt, morgens, manchmal abends, manchmal merke ich so ein Duck. Und dann ist aber wieder vorbei und kommt gar nichts mehr. Denn das ist irgendwie immer so mit das Schönste. Und man hat so ein bisschen Kontrolle, dass es dem Baby gut geht. Und wir machen jetzt ganz schnell Brötchen, ne? Ja. Dann hol dir mal. So, holst du raus die Brötchen? Ich, Mila, hol die Backbrötchen raus. Mila und ich haben heute die gleiche Frisur. So, Mila hat Nagellack, zeig mal. Wie, schicki schicki. Die Geschirrspüler mache ich gleich dann, ne? Mhm. Weißt du, wie es geht? Mhm. Da ist so eine Lasche. Lasche? Da musst du ziehen. So, das macht gleich Pum. Pum macht das gleich. Ich geh mein Nagellack ab. Ach, das hab ich nie gemacht. So, dann kommen die Stücke dann raus. Unser Kühlschrank ist auch mega leer. Wir haben überhaupt kein Brot mehr. Deswegen war ich froh, dass wir diese Brötchen noch haben. Wir gucken mal, was wir noch zusammengewürfelt kriegen. Aber ihr esst wahrscheinlich sowieso was Süßes heute. Aber das kann schon mal rüber. Wollt ihr den Tisch decken? Ja! Das kann rüber. Ich auch. Ja, Louis, hier, nimm dir. Schmeckt man nicht so rum. Wir machen uns jetzt einen Tee noch. Und ich räume den Geschirrspüler noch schnell aus, bis die Brötchen fertig sind. Louis ist im Moment sehr anstrengend. Seit einer Woche hat er keinen Schnuller mehr. Und schläft auch ohne Schnuller. Und es ist anstrengend. Er ist richtig auf den Zug, kann man sagen. Aber ich dachte, ich will das diesmal weg haben, bevor das Baby kommt. Weil bei Mila haben wir den Fehler gemacht, dass sie den noch hatte und dann natürlich bei Louis den immer gesehen hat. Nee, du musst den Eigentlich hätte ich es vielleicht noch gar nicht gemacht. Nur ich habe großen Touristik-Film. Der Grund war eigentlich nur, dass wir im Wildpark waren und Louis den Schnuller beim Bären verloren hat. Ne, Louis? Hast den Schnuller beim Bären reingeschmissen, ne? Naja, und dann hatten wir keinen und dann musste es halt so gehen und es ging. Und dann dachte ich, dann fangen wir auch nicht nochmal damit an. Ohne Schnuller geschlafen. Ja, das ist richtig klasse. Guck mal, dein Bauch hier. Kugel, Kugel, Kugel. Du, ich hab nicht mal Kalle. Ich mag auch nicht. Nee, ich glaub nicht. Ne? Und dann, ihr Lieben, ich habe eine Kugel, Kugel, Kugel. Kugel, Kugel, Kugel. Wir rühren in die Kugel. So, wer hat Hunger? Ich! Mein Freund ist übrigens nicht da. Nicht, dass ihr euch wundert.
Der hat auch im Moment seine Tochter gerade, die sind zwar, also die ist zwar auch oft hier, aber jetzt sind die gerade bei seiner Mama, dann müssen wir die Oma auch mal sehen. Die ist auch 4, sagst du. Genau, die ist so alt wie Mila. Und genau, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Also es ist hier richtig Patchwork. Ich habe schon überlegt, ein extra Video dazu zu machen, weil ich ein paar Fragen gekriegt habe zum Thema Patchwork. Aber ganz ehrlich, wir müssen uns da echt auch selber noch ein bisschen reinfuchsen. Aber es ist ganz cool eigentlich. Schön. Und ja, wir haben dann sozusagen 4 Kinder insgesamt. Aber ich freue mich. Und jetzt guten Appetit. Ganze Wohnung in Ordnung gebracht. Deswegen muss ich heute nichts machen, außer jetzt noch einmal saugen. Durch die Katzenhaare muss man das jetzt schon öfters. Gerade jetzt verliert er sehr viel Haare durch den Fellwechsel. Und dann stellen wir die Wäsche raus. Eben hat die Sonne geschienen, aber wo ist sie jetzt? Ah, da hinten, hinter der Wolke. Na, und dann gehen wir nochmal auf die Terrasse ein bisschen. Und nachher gehen wir auch, denke ich, nochmal ein bisschen raus. Dass ich eine Terrasse habe. Vorher hatten wir ja nicht mal einen Balkon. Und die Kinder können hier schaukeln. Wie ein Affe, ne? Hui. Da können wir auch das Baby reinlegen, ne? Das kann dann schön schaukeln. Das ist eine gute Idee. Genau, ich trinke jetzt noch einen zweiten Tee. Und die Kinder spielen ein bisschen und wir verdauen ein bisschen, bis wir dann irgendwas machen. Erde. Ja, das ist nicht schlimm. Da kannst du ja mit dem Besen einmal fegen. Mein Bauch ist irgendwie ein bisschen hart. Wir haben gerade versucht, Fotos zu machen. Das war gar nicht so einfach. Ich glaube, da ist auch keins richtig bei rausgekommen. Ich frage mich, wie die Instagrammer das immer schaffen, so tolle Bilder hinzukriegen. Wir kriegen das irgendwie nie hin, aber ist halt so. Ich will die auch nicht zwingen. Die snacken jetzt noch was. Und oh, ich kann manchmal echt nicht atmen. Und genau, wir wollen jetzt ein bisschen raus. Wenn die Sonne weg ist, ist es schon ein bisschen frisch. Aber wenn sie da ist, ist es richtig, richtig herrlich warm. Genau, und dann gehen wir jetzt ein bisschen raus, ne? Können wir den Wasser waschen? Ja, kann man waschen. Kinder, bitte mal in Kinderschein mit Papa waschen. Hier, Mama.
anstrengend. Komm, Milly, das schaffen wir, ne? Ja! Milly fährt so toll Fahrer. Zoe, bist du noch da? Ja? So. Ich muss mich aber auf die Straße konzentrieren. Voll bepackt sind wir. Ja, ihr mit dem Fahrrad eingepackt. So, wir gehen jetzt noch mal eben schnell einkaufen. Dann morgen ist Sonntag. Und ja, der Tag neigt sich dem Ende. War aber richtig schön heute. Ne? Wir gehen jetzt noch mal einkaufen. Milly hatte eben einen tollen Sturz, ne? Wie ist das passiert? Mein Lenkrad war schief. Nee, der Auto stand im Weg, ne? Ja, und das Auto stand im Weg und deswegen war es dagegen geknallt bei der Stange und dann haben wir hier wehgetan und da dann noch mal hier. Was hast du für ein Problem? Mein. So, wir sind jetzt zu Hause vom Einkaufen. Die Kinder kriegen jetzt noch ein selbstgemachtes Eis. Das mache ich immer ab und zu. Und die lieben das. Das ist einfach nur, Obst mit Joghurt. Ist lecker, ne? Das ist alles an Obst. Einfach nur püriert und ein bisschen Joghurt und ein bisschen Wasser. Ist lecker, ne? Ja. Genau, und die essen jetzt ihr Eis. Ich packe den Einkauf auch aus und mache jetzt nochmal ganz schnell was zu essen. Wir essen, glaube ich, einfach nur Kroketten aus dem Ofen. Ich wollte eigentlich was kochen, aber es ist schon jetzt ja, 17:45. Und normalerweise sollen sie jetzt zwischen 7 und 8 ins Bett. Wir haben echt viel gemacht heute. Oder waren viel unterwegs, viel draußen. Und deswegen machen wir es jetzt ganz schnell. Und dann weiß ich, die haben einen vollen Magen und essen das auch. Ich hole übrigens immer grüne Bananen, weil irgendwie sind die nach 2 Tagen eh gelb. Und wenn ich gelbe hole, dann sind sie braun. Und ja, ich esse sie immer am liebsten, wenn die gelb, so richtig schön gelb sind. Dann ist auch noch nicht so viel Zucker drin. Genau. Weintrauben habe ich noch gekauft, noch andere Sachen. Und ich habe mir ein Malzbier gekauft. Ich hatte so Bock drauf. Und ja, habe ich mir jetzt gekauft. Naturjoghurt ist auch immer bei uns zu Hause. Das lieben die Kinder auch mit Müsli einfach. Und ja. Und morgen wollte ich irgendwas mit Rotkohl vielleicht machen. Louis liebt Rotkohl. Ja. Ich schneide gleich noch eine Paprika dazu. Zu den Kroketten. Ja. Habe ich euch eigentlich gesagt, dass wir noch beim Haarschneiden bei jemandem waren? Genau, da habe ich die Haare richtig kurz geschnitten. Die hatte Haare bis hier. Und jetzt hat sie einen richtig coolen Bob. Hätte ich gern gefilmt, aber es ging leider nicht so richtig, richtig gut aus. Und fand ich mega mutig. Und die Kinder haben dann noch gespielt. Die Wohnung war mega warm. Die haben auch noch Heizung angehabt und oh, ich bin fast erstickt. Aber Luis hat mit seiner Traum Hot Wheels Garage gespielt. Die ist echt mega teuer, aber ja, als ich ihn dann so beobachtet habe, er zwar mit gespielt, aber nach einer Zeit war es halt auch wieder uninteressant. Und ich habe gesagt, er darf sich eine Sache aussuchen, wenn er keinen Schnuller mehr hat. Und er wollte eigentlich den Hot Wheels High haben, aber den finde ich mega langweilig. Und jetzt wollte ich einfach mal mit ihm losgehen, mal am Vormittag. Und dann darf er sich irgendwas Kleines aussuchen. Das habe ich mit Mila auch gemacht. Die hatte sich ja dann Ohrringe damals ausgesucht. Und ja, also immer so eine kleine Motivation, das auch durchzuhalten. Und was mega cool ist, mir geht es immer noch richtig gut. Ich bin noch richtig fit und sonst war es immer so, ich war froh, wenn die Kinder im Bett sind und oder ich konnte es halt kaum abwarten. Das fand ich halt so schlimm irgendwie, weil ich meine Kinder loswerden wollte. Also nicht so loswerden, aber ich wollte einfach nur schlafen. Und nichts tun, wirklich einfach gar nichts tun. Und mir geht es heute wirklich so gut und ich hoffe, dass es endlich so bleibt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es vielleicht einfach auch so ein, nennt man das, Winterdepression war, keine Ahnung. Alles war grau, es hat nur geregnet. Es hat auch nicht mal geschneit, es hat einfach nur geregnet und war einfach nicht schön. Und jetzt, wo die Sonne rauskommt, hat man auch einfach viel, viel mehr Lust, Sachen zu machen. Und ich habe überlegt, ob meine Brille vielleicht auch falsch eingestellt ist. Also wenn ich jetzt so gucke, ist alles gut. Aber es ist ja auch so, wenn man eine neue Brille hat, dann hat man ja immer so die ersten 2 Tage, finde ich, auch immer Kopfschmerzen. Das wollte ich jetzt mal abchecken lassen. Wobei es sich bei mir eigentlich nicht lohnt, weil
In der Schwangerschaft und in der Stillzeit verändern sich immer meine Augen. Ich habe, glaube ich, 4-mal die Gläser oder so gewechselt in der Zeit, weil sich das wirklich krass geändert hatte. Bei Louis, bei Mila nicht. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob es vielleicht auch damit ein bisschen zusammenhängt. Weil ich schon vor der Schwangerschaft extrem mit Migränen zu kämpfen hatte, wo es sich von mir einfach gar nicht kennt. Blut war alles gut, keine Schilddrüsenunterfunktion, was ich auch sonst immer hatte, ist alles super. Ich ernähre mich eigentlich ausgewogen. Klar, ich nehme schon ein bisschen mehr als sonst. Man gönnt sich es ja dann auch, ne? Aber sonst, was ich mache, ist nichts zu trinken. Ich trinke wirklich wenig. Ich habe teilweise nur 200 ml oder so am Tag getrunken. Was natürlich jetzt mecker, natürlich gar nicht geht. Und jetzt schaffe ich wirklich 1,5 bis 2 Liter. Yay. Und die Kinder spielen gerade verdächtig gut. Das muss ich jetzt mal kontrollieren. Was ist denn hier los? Hier spielt ihr toll. Opa hat Geburtstag. Was isst du da noch, ein Eis? Ja, Louis hat gesagt, ich darf Zeit haben. Ja, aber warum esst ihr denn hier im Zimmer überhaupt? Das ist auch nicht erlaubt, ne? Ja, weil das ist mein Zuhause. Bringst du mir die Stiele gleich in die Küche, ne? Ja. Was macht ihr hier? Party? Ich hab ganz keine Party, der hat Geburtstag. Ach so. Wir nennen ihn Opa. Mach mal nicht so viel Chaos, wir wollen gleich essen und dann ins Bett, ne? Ja. So, Kinder schlafen jetzt. Also Mila ist gerade am Einschlafen. Habe ich das schon mal gesagt? Ich sitze immer so, ja, 20 Minuten ungefähr bei denen. Und wenn sie da nicht schlafen, dann gehe ich, weil ich weiß, dass sie sonst nicht zur Ruhe kommen. Und das ist wirklich so, nämlich draußen und bumm, zack, eingeschlafen. Ich mache mich jetzt hier noch ans Wäsche zusammenlegen und dann genieße ich noch ein bisschen den Abend. Mein Bauch ist schon wieder so hart und ja. Genau, ich mache es mir jetzt einfach nur gleich noch gemütlich. Ich habe sonst nichts zu tun, was auch mal gut ist. Ich vermisse ein bisschen meinen Freund. Genau. Aber der wird morgen wahrscheinlich kommen. Ihr habt mich gefragt, oder ja, einige haben gefragt, ob er nicht bei mir wohnt. Ja, also im Prinzip wohnt er schon hier, ist jeden Tag hier. Aber manchmal switcht er dann auch ja, zu seiner Mama zum Beispiel, weil wenn er die Kleine hat, dann ist er auch manchmal da. Aber meistens sind die beiden eigentlich hier, wenn er sie hat. Und sonst ist er auch hier. Also er hat sein ganzes Zeug eigentlich hier. Ich denke, das wird sich jetzt so ein bisschen zusammenfügen. Alles mit der Zeit. Spätestens, wenn das Baby da ist. Und dann beende ich jetzt den Vlog, denn der Akku blinkt auch schon. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.